Hallo Leute und willkommen zu Skyrim. Und zwar wollen wir uns ja heute auf den Weg zu unserem Abenteuer machen. Ich probiere heute etwas Neues aus mit den Einstellungen. Und zwar spiele ich in einer höheren Auflösung wieder. Und gucke, ob es da auch einigermaßen flüssig läuft. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Das ist schön für dich, meine Kleine. Ja. Das probiere ich jedenfalls aus. Ich hoffe, es leckt nicht. So, wo wollten wir hin? Wir wollten nach Volguntur. Das heißt, wir müssen komplett durch die Wildnis. Waren wir hier schon? Yep, waren wir schon. Also reisen wir mal schnell hin. So, ja, wir laufen ja heute einer Legende hinterher. Und mal schauen, was uns das bringt. Wir haben uns im letzten Part ja darauf vorbereitet, haben geschmiedet, verkauft, entzaubert und so weiter und so fort. Und ich denke, jetzt sind wir auf jeden Fall bereit dazu. Haben ja auch neue Waffen. Und mir ist aufgefallen, dass wir ein wenig von unserem Hauptziel eigentlich abgekommen sind. Das war ja, okay, wir sind hier. Das war ja, dass wir Magier wollen. Also wollen das da mal ein bisschen rumprobieren. Und auch ein bisschen Bogenschießen, aber nicht unbedingt einhändige Waffen. Und damit haben wir ja in letzter Zeit ziemlich oft gekämpft. Deswegen haue ich den Bogen erstmal sowieso dazu. Und wähle den, denke ich, auch gleich mal aus. Wenn es reagieren würde. Jetzt. Okay. Welche Pfeile haben wir so? Zwergenpfeile, Eisenpfeile, Elfenpfeile, Nordpfeile, orkischen Pfeile haben wir ausgerüstet. Ist in Ordnung. Müssen ja nicht gleich unsere besten Pfeile verprassen. So, mal schauen, wo wollen wir lang? Wo müssen wir lang? Ist eher die bessere. Bleibt wachsam. Das werde ich. Das werde ich. Ich speichere mal, falls es nach der Schnellreise nicht gespeichert hat. Normalerweise speichert es da ja meiner Meinung nach, aber man kann sich ja nie so richtig sicher sein. Sind hier Eisgeister? Nee, nur so ein bisschen Schnee treiben. Hoffe ich auch. Denn Eisgeister kann ich bis auf den Tod nicht leiden, ey. Die sieht man immer so schlecht. Warum haben wir eigentlich keinen Gefährten dabei? Ist doch übel. Immer gehen wir alleine hin. Niemand mag uns. Ach, naja. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Oh. Ich dachte schon, ein Wolf wäre das. In der Schneelandschaft sind ja die Tiere auch etwas stärker. Deswegen ist der Wolfspelz wahrscheinlich auch mehr wert. Dieser weiße. Oh. Und da kommt schon was. Okay, ganz ruhig. Den haben wir. Ich glaube, den haben wir nochmal. Ja, das ist gutes Bogenschießen im Training. Ein Drache. Und nochmal. Sehr schön. Wie viel gibt's denn hier noch? Oh. Ist denn nur ein Drache noch? Oh Mist. Oh Mist. Da bin ich ja überhaupt nicht vorbereitet jetzt. Oh, jetzt leckt es auch noch. Oh, der fliegt genau über uns rüber. Ich glaube, der hat uns. Wir müssen irgendwo hin. Und irgendwer schießt oder so noch auf uns? Oder sind hier Eisgeister noch unterwegs? Nee, aber Pfeile. Den Typen, den wir vorhin nicht erledigt haben. Vielleicht sollten wir uns den jetzt nochmal vornehmen. Oh, der war ein bisschen schwach. Den haben wir nicht ganz durchgezogen, den Pfeil. Na, komm doch her, wo auch immer du steckst. Wir sollten uns vielleicht verbünden, oder? Anstatt uns gegenseitig tot zu schießen. Wo ist er denn? Ist er weg? Hm. Ne, da hinten. Sehen. Ich sehe ihn. Okay, die Musik ist weg. Ist der Drache auch weg? Oh, mit Wölfen sogar. Mit Wölfen sogar.
Okay, vielleicht nutzen wir die Chance und laufen einfach. Einfach weg von hier. Wenn es ein wenig flüssiger läuft. So. Komm, 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 lauf einfach. Lauf! Es geht um Leben und Tod. Okay, noch sind wir nicht weit genug weg. Aber wir sind auf gutem Weg. Ich habe keine Lust, so viel zu kämpfen gegen so viele Feinde auf einmal. So wie die Banditen waren, hätte ich gerne weitergemacht. Aber mit so vielen Leuten, uiuiui. Sind wir versteckt? Jetzt sind wir versteckt. Glück gehabt, sind entkommen. Ich fühle mich auch noch nicht so weit, um gegen Drachen wirklich dauerhaft kämpfen zu können. Wir haben ein bisschen Magika, haben ein bisschen Bogen, haben ein bisschen einhändig, aber sind so mehr die Allrounder, ne? Aber so richtig speziell auf einem Gebiet, wo wir einem Drachen das Wasser reichen könnten, würde ich fast sagen. Oh, nur ein Fuchs. Nur ein Fuchs. Na, mal sehen, ob wir ein bewegendes Ziel treffen. Ah, schade. Was? Was denn du? Oh Gott, ein Wolf. Ein Wolf. Ein Wolf. Ah. Okay, nehmen wir die Flammen. Der sieht aus wie ein normaler Wolf. Aber da kommen noch mehr. Oh, da ist noch ein anderer. Egal. So, den kriegen wir auch noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Maliga sollten wir eigentlich genug haben. Autsch. So, einen haben wir. Waren es alle? Ich glaube. Ich sehe keine roten Punkte mehr. Doch, da sind noch ganz viele. Wir sind genau... Sind wir in ein Banditenlager reingelaufen oder wie? Vielleicht können wir uns verstecken. Vielleicht. Und... Ja, das sieht gut aus. Komm, komm, komm. Ja. Ja. Versteckt. Sehr schön. Speichern. Oh, hier ist aber auch wirklich eine Katastrophe nach der anderen. Wir wollen doch eigentlich bloß zu unserem Ziel. Warum dürfen wir das nicht? So, wo ist meine Beute? Ich will meine Beute haben. Aber ich finde sie nicht mehr. Ich habe die Orientierung verloren. Wo haben wir die denn besiegt? Ist das ein Wolf? Nein, das sind Steine. Hä? Die sind weg. Oder ich bin einfach doof. Wir wagen mal einen Blick hier rüber. Rüsten allerdings auf den Bogen wieder um. Wo bist du denn, mein kleiner Vulkanglasbogen? Da bist du. Da bist du, habe ich gesagt. So. Nein, ich will nicht schießen. Komm wieder her. Komm her. Komm zu Mami. Sieht nach Banditen aus, die hier sind. Das ist eine Zwergenruine. Soweit ich das sehe. Und denke... Oh, da ganz unten sind Leute. Legen wir uns mal mit denen an, oder? Ah, Mist, der ging leider daneben. Verstecken wir uns wieder einfach. Die finden uns schon nicht. Hoffe ich. Ah, das Auge schließt sich auch nicht weiter, oder? Oh Gott! Ich habe genug von euch. Ihr könnt mich leichter ausrauben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, die sind nicht so stark. Vielleicht gehen wir auf Flammen wieder. Weithändig natürlich. Und zurück. Autsch, 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 autsch. Oh nein, der Drache auch wieder. Wo kommt der denn schon wieder her? Okay, lauf. Lauf. Wo auch immer der Drache schon wieder herkommt. Wir entkommen schon irgendwie. Wir haben eine Menge Ausdauer. Also eigentlich nicht, aber wir tragen nicht so viel. Oh, auch noch Mammuts und Riesen. Meine Fresse. Sind wir eigentlich irgendwann auch mal in Sicherheit? Sind wir versteckt? Nein, wir sind sichtbar. Für die wahrscheinlich. Ich hoffe nicht für den Riesen. Für den Drachen meine ich. So. Der Riese tut ja nichts.
Hoffe ich jedenfalls. Also, ich werde auf jeden Fall hier nach noch... Oh nein, da sind schon wieder Feinde. Wer denn jetzt schon wieder? Ich sehe bloß rote Punkte und es laggt gerade. Oh, Wölfe schon wieder. Stirb einfach. Komm, 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 komm. Okay, einen haben wir. Oh. Oh, wir haben keine Magika mehr. Wir haben keine Magika mehr. Okay. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal auf den Bogen um. Ich denke, der wird uns nicht gefährlich. Wenn wir wissen, wo er ist. Okay, den haben wir einmal. Jetzt läuft er weg. Läuft er weg. Du Feigling, komm her. Komm her. So, haben wir. Gibst du mir meine beiden Pfeile bitte wieder? Na gut, zumindest einen. So. Okay, hätten wir das auch erledigt. Wir schlagen uns halbwegs okay. Werden nicht sofort abgemurkst bei jeder Gelegenheit. Sind einem Drachen zweimal entkommen. Das ist in Ordnung. Für diese Reise. Für diese Reise. Gut. Ich denke, ich werde, falls ich es noch nicht gesagt habe, hiernach, es leckt mir doch ein bisschen zu sehr, wieder auf kleinere Auflösung stellen und gucken, ob es dann besser ist. Ich weiß nicht mehr, wie es gestern war. Aber ich glaube, es war ein Tick besser als jetzt. Von daher werde ich das dann einfach mal versuchen. Wenn... Oh, das gibt's doch nicht, ey. Wir laufen hier von einem Kampf in den nächsten, aber sind das Eiswölfe? Die anderen sahen auch nicht so nach Eiswölfen aus, oder? Nee, das sind normale. So, die haben... Zwei haben... Oh, du lebst noch. Entschuldigung, dass ich dich übersehen habe. Und dich kriegen wir auch. So. Okay, wo bist du hin? Da unten. Schon wieder dieser Drache. Der muss hier ganz in der Nähe andauernd rumlaufen irgendwo. Du gibst mir erstmal deinen Wolfspelz. Normaler, der ist nur 10 wert. So, und jetzt gehen wir hier wieder hoch. Wo auch immer wir die anderen Wölfe hatten. Ah, hier liegt einer. Oder zwei. Die kuscheln miteinander. Na doch nicht. Sah so aus, als wenn die übereinander liegen. Sind ja doch ein ganzes Stückchen voneinander entfernt. So, Wolfspelz. Also Wölfe sind jetzt nicht so schlimm. Wenn uns Bären oder Säbelzahntiger oder sowas begegnen würde, wäre das, glaube ich, schon viel problematischer. Vielleicht sollten wir nicht sprinten, weil ja hier eine Gefahr nach der anderen lauert. Und wenn wir dann keine Ausdauer in dem Moment haben, könnte das echt ein bisschen schwierig werden. Aber wir können relativ lange sprinten, trotz der schweren Rüstung. Ich weiß auch nicht, was wir alles schon gekauft haben. Also nicht gekauft, sondern geskillt an Talenten. Oh, jetzt leckt es wieder ganz schön. Ich bleib mal kurz auf der Stelle stehen. Ja, das sind nur ganz wenige. Ah, das ist nicht schön. Okay, ich versuch's danach einfach mal. Moment, wir haben hier eins. Und wir haben hier eine Markierung. Zu welcher laufen wir denn gerade? Okay, wir sind, haben uns ziemlich weit entfernt von unserem Ort. Dafür sind wir ein wenig durch die Lande geschlichen. Okay, was haben wir denn noch markiert? Haben wir noch irgendeine Quest ausgewählt? Das weiß ich gar nicht. Ich dachte nicht. Verschiedenes. Finde... Ah, nein. Den Ring will ich jetzt nicht finden. Das hier möchte ich machen. Aber hier wird mir immer noch eine Markierung angezeigt. Das heißt, da geht es wirklich lang jetzt, oder wie? Ja, scheint ganz so. Also, wir gucken in diese Richtung, gucken in die Karte. Ja, das ist die richtige Richtung. Okay, dann wieder zurück nach Pale. Kaiserliches Militärlager. Ja, ich möchte zurückreisen. Naja, wir haben einen kleinen Ausflug gemacht, ein bisschen Training gehabt. Gegen Wölfe, Banditen, vor Drachen weglaufen. Gibt es eigentlich auch eine Stufe oder ein Talent weglaufen? Ich glaube, in dem werden wir ausnahmsweise mal recht gut.
Machen wir ja immer. Aber was bleibt einem Magier auch anderes übrig, ne? Wenn seine Magika leer ist, kann er nichts mehr machen. Aber es gibt so viele Talente, die mich wirklich interessieren würden, die ich noch gerne ausbauen würde. So zum Beispiel beim Bogen, dieses Adlerauge, das haben wir, glaube ich, noch nicht. Oder was war noch? Die Armee ist immer auf der Suche nach Ja, wir sind gleich starken von Anfang fähigen an in die falsche Kriegern. Richtung gelaufen. Wenn Hier ihr geht's meint, nämlich ihr lang. habt, wonach wir suchen, Oh, wer hat findet denn ihr diesen unser Fuchs Hauptquartier in getötet? Einsamkeit. Das war ich nicht. Oder? Ihr habt einfach einen Fuchs getötet? Oh, die sind doch so niedlich. Auf die kann man doch nicht schießen einfach. Mann, Mann, Mann. Solche Barbaren immer. Okay. Dann mal gucken, ob wir hier Schneegeister treffen. Und Säbelzahntiger. Ich speichere mal ganz kurz. Ich habe ja so ein bisschen Angst jetzt, dass mir wieder irgendwas passiert, wo ich dann wieder alles von vorne machen muss. Wie bei diesem Alchemie-Zeugs da, wo wir in dieser religiösen Hütte waren. Ah, nur lauf mal ein bisschen. Mal gucken, kommt hier schon irgendwas Gefährliches? Nö. Scheinbar nicht, aber es leckt und leckt und leckt. Oh, ich halte mal wieder kurz an. Ist etwas nervig. Ich stelle auf jeden Fall auf kleinere Auflösung wieder. Das lief gestern wesentlich besser. Auch wenn das hier noch aushaltbar ist. Ich bin ja nichts Besseres gewohnt. Bis auf eben das mit kleiner Auflösung. Ja, es geht gar nicht. Das ist natürlich sehr schade. Aber ich denke, die Qualität geht auch so. Dafür leckt es halt weniger. Qualität ist zwar nicht so besonders dann, aber das passt schon. Hoffe ich. Sonst müsst ihr euch einen anderen Let's Player suchen, der Skyrim für euch spielt. Gibt ja zahlreiche. Oh, hier haben wir irgendwas Chemiemäßiges. Todesglockenblume. Hier glaube ich auch nochmal. Ah, yep. Okay. Hier ist sowieso sowas wie ein Moor oder ein Fluss oder so. Hops. Da läuft irgendwas. Aber ich glaube nur ein Hase. Ist besonders gefährlich ist. Oh, ist das trübe hier. Autsch, Stein. Komm wieder hoch. So. Wir gehen hier einfach mal mitten durch. Einfach durch hier. So. Rauf hier. Hopp. Oh, nee. Also es wird immer schlimmer mit dem Laggen, habe ich das Gefühl. Oh, ein Hirschi. Ist ja niedlich. Was sind denn das hier für Steine? Bin ich hier in irgendeiner Ruine? Scheinbar schnicht. Schnicht, ja. Schnicht. Ah, ja, ich drücke auf Sprint und der bleibt einfach stehen, weil es so sehr leckt, ne? Ah, ich will eigentlich nur noch diese doofe Ruine finden. Und dann diesen Part beenden und die Aufstellung. Aufstellung. Genau, dann ändere ich die Aufstellung. Setzen wir mal ein paar Stürmer rein und. Autsch. Oh! Alter! Ich habe keine Angst vor dir. Autsch. Naja, vielleicht habe ich ein bisschen Angst vor dir. Wenn hier noch mehr von dir sind. Ich halte mal einfach rauf. Sieht scheinbar nicht so viel ab. So gut wie gar nichts. Okay, dann nehmen wir halt noch den Bogen dazu. Ah, wo haben wir dich denn? Ist schön, dass wir einfach so vor dir stehen bleiben können. Früher hatten wir richtig Angst. Könntest du mal zielen? Danke, wir schießen mitten ins Auge. Sehr schön. Ich hoffe. Inständig. Oh, wir kriegen sogar unseren Pfeil wieder. Das ist nett. Das ist ja sehr nett von dir. Dass hier nicht noch mehr von der Sorte sind. Weil viele können natürlich auch gefährlich werden. So, wir machen einmal Schnellheilung. Sollte reichen. Tut's auch. Wisst was? Das leckt mir hier einfach zu sehr. Ich speichere das Ganze. Und beende den Part an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie lange wir schon spielen. Hab natürlich wieder vergessen, meinen Timer zu stellen.
Aber ich denke, das reicht für einen Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wahrscheinlich wieder etwas flüssiger läuft. Wäre, denke ich, ganz gut. Also, bis dahin und tschüss!